Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier riesige Biervorkommen ranzuschaffen. Achtung, der Boss. Und jetzt haben wir ganz viel davon, oder was? Jetzt schon? Tatsache, Malz ist schon voll. Okay. Ja gut, dann müssen wir kurz warten. Unsere Bilanz ist kritisch. So, ich möchte erstmal die Lagerhäuser geupgradet haben. So, ich glaube, das haben wir jetzt. Und dann fangen wir mal an, die Felder hier zu bauen. Ah ja, die brauchen praktischerweise nur Holz, sehe ich gerade. Fehlende Fruchtbarkeit. Nein! Scheiße. Oh, mein Plan. Nein, mein Plan geht nicht auf. Oh no. Fehlende Fruchtbarkeit. Hier auch. Hier wird's. Oh nee. Auf Ihren Befehl. Das ist äußerst suboptimal. Boah, wie machen wir das jetzt? Stellen wir hier komplett Bier her? Oh, das war richtig dumm, dass ich das nicht vorher gecheckt habe. Das war richtig dumm. Also die können wir sowieso abreißen, weil die Fruchtbarkeit halt fehlt, ne? Die kriegen wir auch nicht. Wir haben hier auch schon 4 Fruchtbarkeiten. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie Saatgut oder sowas kriegen. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt gibt, aber das war ziemlich dumm. Das war ziemlich dumm. Das ärgert mich sehr. Ein neuer Auftrag. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, alles lokal unabhängig zu produzieren. Das heißt, wir reißen mal die ganze Bierproduktion hier ab. Das haben wir zum Glück eh noch nicht gebaut. Die Wege. Ich meine, es ist nicht ganz schlimm, weil wir können ja noch Brot herstellen damit. Das heißt, wir bauen das mal kurz auf Brot um. Das geht auch klar. Aber das war... Oh Mann, das stand 100 Brot... Oh nein. Oh, ich sehe die Kommentare schon. Oh nein. Ja, Brot. Hätte ich im Angebot. Bald. Das hier braucht nicht zufälligerweise. Nee, okay. 1, 1. Okay, hier haben wir auch die Sache. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit solchen Kapriolen. 19. Zerstörungsaufgabe, sagen wir, seid ihr blöd oder was? Ich fange doch jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten noch zusätzlich Krieg an. Die sind echt nicht mehr ganz dicht. Okay, was fehlt da eigentlich? Gar nicht mal so viel, ne? Eine Mühle. 2 davon. Noch eine Mühle. 2 davon. Noch eine Mühle. 2 davon. Okay, also eigentlich nur Holz wahrscheinlich. Ne, Stein, okay. Gut. Wir stellen jetzt einfach tonnenweise Brot her. Wir stellen wahrscheinlich eh schon tonnenweise Brot her. Ja, wobei. Ja. Na, könnte besser sein, tatsächlich. Könnte besser sein.
Wie sieht der Hafen aus? Der müsste auch mal ausgebaut werden für mehr Lagerkapazität. Bereit für den Einsatz. Und der Tölpel. Routen. Brot und Stahl. Da setzen wir jetzt noch den Tölpel ein. Dann haben wir da auch zwei Schiffe. Die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. Die sagen, wir sollten uns nicht mehr sehen. Doofe Sache. Die sagen das. Natürlich sagen die das. Die da oben sagen das. Du bist doch der da oben. Nein, die da ganz oben. Du weißt schon, die Illuminaten. Ach, Suki. Ja, wenn die das sagen, dann haben wir auch da keine Wahl, ne? Willi. Wenn die Illuminaten das sagen, dann haben wir keine Wahl. Wir haben keine Segel hier. Okay. Bereit für den Einsatz. Wir brauchen hier eine Menge Steine. Ei. Und Holz. So, du fährst mal hier runter. Zu der neuen großen Bierinsel. Und dann müssen wir mal ganz kurz dahin. Und zwar hier zur Schiffswerft, um ein paar neue Clipper zu bestellen. Wie viel kosten die eigentlich? 150? Ja, okay, das geht noch. Das geht noch. Wie sieht es aktuell eigentlich so aus, so militärisch und wirtschaftlich unterlegen? Na, militärisch leicht überlegen, wirtschaftlich leicht überlegen. Alter. Überlasse Beryl ihren Anteil. Na, 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 na. Das werde ich sicher nicht tun. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Eines Konkurrenten? Ja, gut. So, die Insel haben wir komplett zurück. Das ist unser Konkurrent. Ah ja, das ist von ihr. Ja, jetzt hätte sie uns wieder in irgendeinen Krieg gezogen, ne? Ja. Nee, nee, nee. So nicht. Hast du es zurückgekauft? Nee. Okay. So, Capture Warny. Also. Dann das Ganze hier nochmal. Oh, belastend, ey. So belastend mit der Bierproduktion. Das war so dumm. Wir brauchen eine große Fläche. Bietet sich hier so an. Ab hier ungefähr. Ja, ich ziehe erstmal eine Straße hier. Für einen Anhaltspunkt. So. Und so. Gut. Dann das gleiche wie eben. So. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Hm. Jetzt ist wieder die Frage, wie viel Land kann man da jetzt, wie macht man es am sinnigsten, ne? Wie baut man am besten diese Felder hier? Ja, jetzt sind wieder drei übrig. Drei sind übrig. Wenn ich die drei hier hin mache, hier eine Reihe wegreiße. Und die hier mache. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, vielleicht nochmal zwei abreißen. Schiff vom Stapel und dann gelaufen. Das so hinmachen. Also immer noch zwei übrig. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, unsere Schiffe sind schon mal fertig. Ja, okay, dann lass anders machen. Also es gibt wahrscheinlich ein perfektes, aber
Weil so passt es hier gerade relativ gut. Bevor wir aber weitermachen, nehmen wir uns die neuen Schiffis. Alles bereit. Clipper, Clipper, Clipper. Okay, ihr drei. Was haben wir jetzt gemacht? Patrouille. Nee, nicht. Nee. Patrouille sollte nicht gehen. Ihr sollt nach Crown Falls fahren. So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Dann, ja, Lagerhäuser. Eins, zwei, drei. Ja, ungefähr gleicher Abstand. Dann brauchen wir die Mälzereien. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, guck mal, wir können es direkt da so anschließen. Und dann 10 Brauereien. Schiff unter Beschuss. Alles klar. Gut. Brauereien. Wie viel würden wir da hinkriegen? Schiff unter Beschuss. Ja, wir sind doch schon vorbei. Oder ist es immer noch? Oh, nee, das war... Nein, wir werden, glaube ich, ein Schiff verlieren, oder? Oh, nee, gerade so. Oh, es ist knapp. Oh, es ist knapp. Okay. Ein letzter Blick. Mhm. Ja, zeig mal. Ich veröffentliche das mal so. Ohne... So, heißt das aber jetzt, dass die Investoren glücklich sind? Ups, nee, nicht neue Welt, alte Welt. Was sagen jetzt die Investoren? Sind sie jetzt glücklich und sagen wir Steuern? Sie sind zu halbherzig, um erfolgreich zu sein. Es hält sich jetzt sehr in Grenzen, auf jeden Fall. Ich glaube, einmal keine Propaganda machen und dann sind die happy. Aber wir müssen bald mal wieder Propaganda machen. Unser Geld geht zu Ende. So. Also weiter die Pläne für die Brauereien. Machen wir es ruhig. Ein Feuer ist ausgebrochen. Das wird schon gelöscht werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. 8, 9, 10. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, die Schiffe sind da, das ist schon mal gut. So. Dann hätten wir 5 davon, 10 davon, 10 davon. Jetzt fehlt nur noch 15 Hopfenplantagen. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich würde sagen, die bauen wir dann. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, optimalerweise halt irgendwo trotzdem hier hin, ne? So, welche Waffenruhe wurde beendet? Die mit Anna Harlow. Okay. Hallöle. Kostenlose Waffenruhe? Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Kostenlose Waffenruhe. Das ist gut. Verträge. Absolut sicher Friedensvertrag. Die macht doch trotzdem wieder nur Trouble.
Die macht doch wieder nur Trouble. Ich weiß nicht, warum sie uns das letzte Mal den Krieg erklärt hat, deshalb bin ich mir nicht sicher. Ich fände es schon lustig, wenn alle anderen dead sind und wir mit der Piratin befreundet wären. Aber. Bereit für den Einsatz. Ihr Hafen wird angegriffen. Och, nicht schon wieder. Will die Olle mich komplett verarschen? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ist das wirklich ihr Ernst? Dass sie schon wieder auf Bierland geht? Ich weiß es nicht. Nicht doch, Schätzchen. Wer wird deshalb schon weinen? 3, 2, 1, meins. Okay, dieses Mal hat sie es auch zerstört. Schiff unter Beschuss. Das ist nervig. Neue Ziele? Okay, ihr holt euch jetzt mal dieses Schrottschiff hier. Okay, also die Hauptinsel hat kein Bier mehr. Umso dringender ist eigentlich die Biergeschichte. Aktuell. Und warum waren da die Eskortschiffe nicht? Bierland hatte doch eine Verteidigung. Wo war die Scheißverteidigung von Bierland? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Mehr als bereit. Ja, ihr beiden könnt jetzt wieder nach Hause gehen, ey. Nee, wartet. Erste Drache genommen. Wir kesseln die ein. Sag mal, was versteht ihr unter Versenken eigentlich nicht? Ich habe keinen Nerv, dass dieses Scheißding hier noch länger rumfährt. Schiff unter Beschuss. Okay. Neue Ziele? Ihr zwei geht wieder dahin. Oder wartet mal. Kann ich nicht einfach... Aber ich könnte die Schiffe erstmal alle hier hinschicken und dann jedes Schiff, das ankommt, angreifen. Und dann die Insel einfach schnell zurückerobern. Meine Familie hält sie in höchsten. Hopefully. Oh, das ist nervig. Okay, ich muss mich jetzt noch dringend um Bier kümmern. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Ja, ist okay. Denn jetzt ist das Bier auf der Hauptinsel aus. Das ist eine Katastrophe. Sieht man ja auch an der Bilanz, dass das eine Katastrophe ist. Kein Bier mehr auf der Hauptinsel. Schlimme Sache. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder hin, weil das hatte ich ja perfekt von der Größe her. War das irgendwie so? Oder so? So. Eins. So, bin ich komplett. Ich bin jetzt ein bisschen zu nervös. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. 7, 8, 9, 10. Elf, 12, 13, 14.
15. Lagerhaus. Lagerhaus. Straße. Wir produzieren ja nur alle 1 Minute 30, was deshalb ist es, glaube ich, so okay. Gut, das bedeutet, ich kann jetzt anfangen, mal die ersten 2 hier auszubauen. Was fehlt dafür? Stahl. Und das, was bauen die? Die bauen auch Stahl, okay. Kriegen wir hin. Also, du lieferst jetzt erstmal wichtige Sachen ab. Das ist nice, danke dir. Die neuen Schiffe sind da. Die neuen Schiffe sind da und können dann gleich mal ein bisschen Stahl vorbeibringen. So, 200 Tonnen. Bereit für den Einsatz. So, 200 Tonnen Stahl noch hier bitte. Danke. Oha. Das Geräusch einfach. So. Alles bereit. Dann schön ausladen. Ne? Das war nur Holz. Okay. Also Holzproduktion können wir hier auch kurz lokal aufbauen. Einfach aus Prinzip. Ich sollte mal aus dem Blaupausenmodus rausgehen. Aber schafft auch so 100%. Und wir brauchen hier natürlich einen Pendlerkai. Das wird das teuerste. Ob sich das lohnt? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber wir könnten hier auch gleichzeitig Schnaps noch herstellen. Hier sind ein paar Sachen abgefackelt. Oh, hier sind ein paar mehr Sachen abgefackelt. Okay. Nichts weniger als desaströs. Okay, Kaffee und Lampen gehen zu Neige. Nee. Das lief letztens noch besser. Was geht hier? Hier geht Wurst zu Neige. Okay, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fabriken, die Wurst produzieren. Und Wurst ist aber immer trotzdem immer leer. Was wir machen können, ist, dass wir einfach erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal nochmal so ein bisschen aufstocken. Okay, hier fehlt auch Dings, okay. Und Transport überlastet. Eieieiei. Also hier, wie gesagt, brauchen wir einen Pendler-Kai, der dann 1000 im Monat kostet, was problematisch ist. Was durchaus problematisch ist. Aber ich möchte hier nicht mehr mit lokalen Bauern arbeiten. Also ich möchte wirklich alles mit Pendlerkais lösen. Ich finde das viel angenehmer. Und wenn ich irgendwann finde, da, ne? Das ist auch gut. Freie Küste erforderlich? Ich wollte gerade schon sagen. Okay. Also ist jetzt aktuell nur eine Blaupause. Stahlbeton, Stahl und Fenster fehlen hier, okay. Okay. Stahlbeton, Stahl und Fenster. Kann ich denn... Ah, ja. Aufstieg nicht möglich wegen... Holz. Auf Ihren Befehl. Okay, Arbeitskraft kritisch. Wir brauchen mal ein neues Schiff. Liebes Schiff, bring mal bitte
Also Stahl sind wir gerade unterwegs. Fenster ist kritisch. Stahlbeton ist auch kritisch. Wie viel kostet Pendler, Kai? Ja, ich will wissen, wie viel Stahlbeton der braucht. 30. Alles bereit. Fenster. Die haben wir ja nicht, ne? Wie teuer sind denn Fenster? Holz, Glas. Okay, Fenster, glaube ich, können wir hier auch lokal herstellen. Eine Minute. Deine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Okay, dann bauen wir eine Quarzgrube. Ganz ehrlich, hat La Corona dich in der Mangel? Ja, Corona hat mich definitiv in der Mangel. Das hast du richtig erkannt. So. Okay, Glashütte. Tja, ist schon blöd, ne? Wenn du deine eigene Insel nicht mehr erreichst. Und 15 Minuten. Können wir uns die Insel zurückholen. Falls wir bis dahin nicht pleite sind. Trinken die auch Bier? Ne, die trinken kein Bier mehr. Die sind wegen anderen Dingen unzufrieden. Weil sie keine Hochräder haben. Ja, das ist... Meine Konzentration ist dahin. Die Ingenieure sind unzufrieden. Ah, die hätten auch gerne Bank. Und die haben noch Bier. Oh, wir haben noch Bier. Haben wir so viel Bier auf Lager. Boah, wir haben zum Glück eine Menge Bier auf Lager. Das bringt uns zwar jetzt... Oh nee, wir haben so eine schlechte Bilanz trotz Bier auf Lager. Eieieiei. Ich glaube, das ist, weil ich hier keine Wurst mehr esse, ne? Oh, wir können aber den Varieté geben. Fällt mir gerade auf. Ein Varieté kriegen wir hin. Wenn wir die Schule verschieben, kriegen wir daneben Varietät hin. Das machen wir einfach da und da. So, wir können es nicht bauen, weil Fenster. Natürlich. Könntet ihr euch beeilen oder so? Okay, kriegt ein eigenes Warenhaus. Damit sollte das Thema erledigt sein. Mir fehlt noch einiges an Material. So. Dann stellen die jetzt Fenster her und dann können wir ein Varieté bauen und dann sind die schon mal deutlich glücklicher, weil Luxusbedürfnis, das ist gut. Das ist gut. Gut, gut, gut. Bereit für den Einsatz. Okay, hier ist eine Menge Stahl. Das ist auch gut. Gut, gut, gut. Jetzt mangelt es wieder an Holz. Erwarten neue Horizonte. Belastend. Holz, ne? Wie viele Fenster braucht zum Pendler, Kai? 40. Ich meine, wir können im Zweifel einfach versuchen, die in der Zwischenzeit zu kaufen. Aber ob hier zufällig jemand vorbeikommt, der uns welche verkauft, ist halt auch die Frage. Ne? Und dann ist unsere Bilanz immer noch ziemlich kaputt. Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Sag euch, wie es ist, das ist nicht gut. So, also wir können jetzt mehr zu Handwerk, zu Handwerkern machen. Das ist vielleicht gut. Aber ich weiß es nicht.
Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Vergiss es, meine Liebe, vergiss es. Das erste habe ich gar nicht gesehen. Hast du Glück gehabt? Nee, die 15 Minuten sind noch nicht vor, oder? Okay, die Belagerungsstrategie funktioniert schon mal. Du kriegst diese Insel nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ist da vielleicht jemand, der mit uns handelt? Nee, ne? Nope, 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 nope. Nope. Das wird halt nochmal richtig teuer mit den Fenstern. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wieso haben wir jetzt so viel Minus wieder? Ist es falsch? Ist wieder keine Wurst da? Ja, eigentlich ist schon Wurst da. Keine Universität. Oh, die war auch. Oh, oh. Es mangelt an Arbeitskraft. Okay, aber eine Universität hat eine gute Reichweite. Das heißt, wenn wir die hier hinbauen, dann hätten eigentlich fast alle dieses Bedürfnis erfüllt. Braucht halt 40 Fenster. Was bringt am meisten? Was bringt am meisten, ist die Frage. Ich kann es nicht beantworten. Du hast noch lange nicht gewonnen. Na, doch. Fast. Okay, nur noch eine Minute. Und dann übernehmen wir die Insel schnell. Ja. Ne? Wie regeln wir das? Du kannst mal hier aufsammeln. Insel erobern natürlich. Bereit für die Revanche. Sind unterwegs. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Ah ja, da wolltest du ja schon Kanonen liefern. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, ich lasse mal zwei Schiffe da. Und schickt die anderen beiden wieder hier runter. Einfluss Weltenlenker. Oh. Standardmäßig plus 200 Arbeitskräfte pro Insel, oder wie? Sehe ich das richtig? Oder wie? Oder was? Wahrscheinlich nicht. Okay. Abracadabrein, schlag ein. Einen Nicht-Angriffspakt. Sag mal, Willi, bist du denn komplett bescheuert? Willst du mir den Krieg erklären, wenn ich das ablehne? 100.000. Kann ich speichern? Okay, speicher kurz und schau, was passiert, falls ich es ablehne. Genau, immer schön nachtreten. Junge, was ist denn mit dir los? Du hast sie nicht mal alle. Ja, das trifft auf mich zu. Mom war übrigens die zäheste, wie du dir denken kannst. Ja. Junge. Ich glaube, ich bin... 100.000, das... Und das kostet dann wieder Tausende im Monat, ne? Oder halt Tausende in der Bilanz. Ich glaube, es ist sinnvoller, erstmal die Sachen hier zu bauen. Erstmal die Universität. Die sollte hoffentlich
was bringen, weil die Grundbedürfnisse von den Arbeitern hier erfüllt. Und als nächstes vielleicht das Varieté. Warte mal. Alte Welt. Haben wir hier noch ein Schiff übrig? Ja, haben wir. Ich baue mir noch 2 Clipper. Ein neuer Auftrag. Und ich schicke den dann nochmal mit neuem Zeug. Und zwar einmal mit ein paar Fenstern. Ein paar mehr Fenstern. Und nochmal ein bisschen Stahlbeton. Alles bereit. So, es wäre mir ganz recht, wenn du erstmal hier hinfährst. Also erstmal hier hin. Setz die Segel. Dann fährt der so lang und fährt nicht an der Ollen vorbei. Was ist das? Die Nichtsnutze habe ich schon über Bord geworfen. Clipper, okay. Die hat wahrscheinlich immer noch keinen Bock, diesen Krieg endlich mal ruhen zu lassen, oder? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich sag's euch, wie es ist einfach nur nervig teilweise. Also, sie haben jetzt kein Bier mehr. Doch, sie haben sogar noch Bier, okay. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist, sobald, wenn das Bier ausgeht. Wo ist denn das Schiff jetzt? Boah, das schleicht aber auch. Wegen ein paar Fenstern. Und von hier aus würde ich es dann in die neue Welt schicken. Stattliche Großstadt mittlerweile, ja. Eine stattliche Großstadt. Was kostet denn hier so Anteil? 174.000. Ja, ja. Es ist nicht einfach, ne? Es ist nicht einfach. Mit diesem ganzen Ding. Das mit dem Krieg kotzt mich halt wirklich so an. Das ist so unnötig einfach gewesen. Ich wollte die irgendwann, wenn wir fertig sind, ganz hinterlistig überfallen. Und nicht so. Schiff vom Stapel gelaufen. Wie viel? 27. Ja, das ist halt auch nichts. Okay, wenn ich dir jetzt sage, fahr nach Crown Falls. Was machst du dann? Machst du dann dumme Sachen oder nicht? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das ist schon okay. Da hat sie nicht mehr so den Fokus auf mich. Ich meine, wir sind hier aber sehr schnell. Ne, müssen wir überlegen. Das hier ist jetzt die Standardgeschwindigkeit von diesem Schiff. Das ist super langsam. Aber ich glaube, wir sind jetzt weit genug von den Befestigungsanlagen von der O'Mara weg, dass wir sicher durchkommen. Bereit für den Einsatz. Darum geht's mir jetzt noch, dass das Schiff sicher durchkommt. Ja, aber es sieht gut aus, okay. Weißt du noch, all die schöne Zeit, die wir hatten? Ja. Weiß ich noch. Bevor du mich erpresst, das meinst du? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ah ja. Ah nee, okay, wir kriegen, haben jetzt einfach noch eine zusätzliche Arbeit. Okay, okay. Okay, die Effekte sind gar nicht so schlecht. Ich frag mich, wie viel. Wieso so schlecht? Ich verstehe es nicht. Das scheint wirklich ein Problem zu sein, aber da sind wir jetzt dran. Und das scheint auch ein Problem zu sein, aber das kommt als nächstes. Das Varieté bauen wir jetzt noch. Wieso minus... Sag mal. Ich glaube, wir sind gleich wieder in Peter Zwegert.
Stimmung. Okay. Okay. Kein Bier und kein Rum. Also Bier kann ich... Ja, okay, Wurst ist halt echt ein... Wurst ist halt auch echt ein Problem, ne? Wurst ist halt auch echt ein Problem. Hier sind übrigens noch 10 Fenster. Die können wir zurücknehmen. Und Stahlbeton haben wir auch noch übrig. Okay, wir müssen was... Könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Wir müssen noch was mit der Wurst machen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Mhm. Ei. So. Schiff unter Beschuss. Holz. Holz. Wieso haben wir keinen Stein? Stein. Erwarten neue Horizonte. Und vielleicht noch Stahl oder so. So. Route eingezeichnet. Schiff unter Beschuss. Was denn? Oh, jetzt kommt die schon wieder angeschossen. Gut, dass Baumwolle leicht ist. Und das Schiff dementsprechend schnell. Lassen sie hochleben. Auf ihren Befehl. Das hier, ja, das ist das Schiff. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay. Oh, eine Inspektion. Mehr Schweinchen. Okay. Wie sieht der Bestand aus? Ja, schlecht, dachte ich mir. Das dachte ich mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil es 1 zu 1, ne? Ich glaube, es ist 1 zu 1 mit der Wurst. Eine Minute, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich kann jetzt höchstens noch versuchen, so die wichtigsten Strecken mit Stein zu bauen. Solange wir noch was haben. Okay, haben wir nicht mehr. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich verbinde das mal hier noch. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass der das dann dahin bringt, ja. Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben? Eine Störungsaufgabe. Sie wollen sich da nee. Okay, wir sind wieder im Plus mit der Bilanz. Alles erstmal. Bereit. Aber das ist sicher kein Dauerzustand. Das ist sicher kein Dauerzustand. Setz die Segel! Wie zufrieden sind die mit dem Varieté? Oh. Oh, fast sehr zufrieden. Okay. Dann lassen wir das erstmal als Blaupause da. Da ist die Uni. Zack. 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 Alles bereit. Und. Zack. Und du fährst hier runter. Unterwegs. Sind mittlerweile schon so viele Anlieferdinger. Okay, das wird wieder teuer hier unten, aber wir brauchen natürlich die Leute, ne? Wir brauchen natürlich die Leute. Kein Holz. Na gut, Holz hat das Schiff auch dabei. Gut, Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich befürchte, wir werden doch wieder ein bisschen auf Propaganda zurückgreifen müssen, um mehr Kohle reinzukriegen, weil das hier ist echt sehr problematisch.
Da müssen wir die Bierlieferungen hinkriegen, wir müssen die Wurstlieferungen hinkriegen und langsam aber sicher alles hochziehen. Und wir brauchen noch eine neue Lieferung für diese Konserven. Dafür brauchen wir Paprika-Vorkommen. Das haben wir hier nicht. Das hätten wir hier. Haben wir hier Paprika? Ne, haben wir hier auch nicht. Haben wir hier Paprika? Hier hätten wir auch Paprika. Vielleicht machen wir hier auch noch... Das kriegen wir hier platztechnisch nicht hin, ne? Also wahrscheinlich, entweder müssen wir dann die Insel hier nehmen. Oder mir fällt noch irgendeine andere Lösung ein. Ne, auch auf der Hauptinsel hätten wir höchstens Bier anbauen können, sehe ich gerade. Aber auch kein Paprika. Und hier ist einfach nicht der Platz für Paprika, weil hier noch alles mit Schwein füllen muss. Ich hab gern überall die Finger drin. Nein, 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 nein. So nicht. Ja, ich denke, als nächstes kommt dann die. Die wird dann noch befestigt. Die hier braucht noch ein paar Waffen alles zum Befestigen. Bereit. So, jetzt können wir das hier noch ausbauen. So. Zack. So, jetzt ist alles fertig. Das eine oder andere Lagerhaus kann vielleicht noch geupgradet werden. Hätten wir Steine? Ah, ja. Hier das ein oder andere Lagerhaus, das definitiv ein Upgrade braucht. So. Bereit für den Einsatz. Zack, zack. So, und jetzt brauchen wir noch mal Stahl und... Warte, Stahl hatten wir doch da, oder? Okay. 25.000. Oh, shit. Was ist jetzt schon wieder passiert? Okay, damit dürfen wir ziemlich pleite sein. Wenn sich das nicht gleich ändert. Ich weiß, dass die Folge schon eine Dreiviertelstunde geht. Ich bin verzweifelt. Ja. Gut. Was haben wir für einen Speicherpunkt noch? Von vor 4 Minuten. Ein Autosave. Ich speichere jetzt einfach trotzdem mal kurz. Weil wir haben ja alle... Speicherpunkte. Und dann muss ich mir noch gut überlegen, wie wir das regeln. Denn das ist schlecht. Wir sind quasi schon wieder pleite. Belastend. Gut, ich glaube, das war's für diese Folge. Es ist einfach nur belastend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.